Durch den Neubau und die Neukonzeption der Talstation der Schafbergbahn in St. Wolfgang wurde vergangene Woche ein Containerdorf auf 2 Geschossen errichtet. Im März wird mit dem Abriss der alten Talstation aus den 1960er Jahren begonnen. Der Baubeginn der neuen Talstation ist für April 2021 geplant und soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Während der gesamten Bauphase wird es einen ungestörten Betrieb der Schafbergbahn und der Wolfgangseeschifffahrt geben. Die Talstation Schafbergbahn stammt aus den 60er Jahren und entspricht nicht mehr den modernsten Ansprüchen einer touristischen Attraktion. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit diesem Neubau beginnen können, denn es wird kein reiner Bahnhof mehr, sondern es wird ein richtiges Erlebnisquartier werden. Und zwar werden wir bei der neuen Talstation Schafbergbahn in Zukunft einen Gastronomiebereich, einen Souvenirbereich, genauso wie einen Veranstaltungsbereich und auch eine Ausstellung anbieten können. Durch die Neukonzeption der Talstation setzt die Salzburg AG genau bei jenen neuen Parametern im Tourismus an, die nach Corona an Relevanz gewinnen werden. Nachhaltige Erlebnisse, höchste Standards mit Sicherheitsgarantie sowie echte Servicequalität am Gast. Die Bauphase dauert rund 2 Jahre. Das heißt, rechtzeitig zum Advent 2022 sollte der neue Bahnhof eröffnet werden und dann sollte auch die Bauphase abgeschlossen werden. Die Schafbergbahn ist natürlich während der Bauphase nicht geschlossen. Wir haben ganz normal Betrieb und dieses Containerdorf sorgt dafür, dass es einen ungeschränkten Betrieb für unsere Fahrgäste geben wird.